Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Tausch-Paket für dich, was ich mit der lieben Lea gemacht habe. Und was sich hier drin verbirgt, mega, oder? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Lea und ich haben ja nicht nur einen Adventskalender 2019 zusammen gemacht, sondern wir tauschen auch mal öfters Produkte. Quasi jeder hat seine aussortierten Produkte und dann schickt man sich Fotos hin und her und dann tauscht man halt das Aussortierte, also Trash-Tausch. Aber es ist kein Trash, glaub mir. Das, was ich hier drin habe, ist alles andere als Trash. Was ich ihr geschickt habe, habe ich dir ja in meinem Aussortiert-Video schon gezeigt, was ich dir hier oben auch mal verlinken kann. Und ja, ich empfehle dir mal dieses mega coole Krüppelpapier und dann gucken wir mal rein. Wir haben mal ausgerechnet, wie viel die Produkte wert sind, die wir uns so gegenseitig hin und her schicken. Und in diesem Trash-Paket befinden sich Produkte mit einem Neupreiswert von 350 Euro. Es sind insgesamt Produkte in diesen vier Boxen zusammengekommen und wir starten doch mal mit Box Nummer 1. Ich bin dann so gespannt, was sich dann in den einzelnen verbirgt. Oh ja, da habe ich ja einmal von Technik Mesmerizing Pressed Pigment Palette. Das hat mich total interessiert, als sie mir das geschickt hat, ne? Von den Farben allein schon her. Das ist echt der Wahnsinn, wie cool das aussieht. Sehr schwach auf der Brust, aber muss ich auf dem Auge sehen. Ich mag ja voll gerne diese grünen Töne. Und das ist so ein bisschen challenging, ne? Aber da habe ich echt Bock drauf. Dann haben wir hier, oh ja, darüber habe ich mich mega gefreut, die Tamtam-Palette. Die habe ich nämlich nicht bekommen, weil ich gehöre halt zu den Leuten, die zu dem Zeitpunkt, wo die Paletten dann rauskommen, einfach mal mit dem Hintern auf der Arbeit sitzen. Und ja, dann kannst du dir auch nicht grundsätzlich mal einen Tag frei nehmen oder so. Und sie hat gesagt, sie hätte die wohl da. Und das finde ich super. Tamtam Beauty to go. Ich freue mich so. Das haben so viele davon geschwärmt. Und jetzt habe ich sie hier. Und ach man, herrlich. Der Bronzer soll ja richtig geil sein. Das ist ein Highlighter, ein Blush und dann halt 6 neutrale, relativ neutrale Töne, um halt was zu schminken. Und das ist halt so eine mega geile Alltagspalette, würde ich jetzt so vom ersten Blick her sagen. Das ist so schön. Mag ich voll gerne. Oh komm. Ich habe zwar jetzt noch Glitzer und Schimmer und hast ja nicht gesehen von eben dran, aber wow, der Highlighter ist schön. Das sieht auch schon mal schön aus, ne? Damit kannst du auch schön so ein Alltagsvieh schminken. Mega geil. Ach, das freut mich. Dann von Revolution, Makeup Revolution Iconic Blush and Bronze Brighten Palette. Golden Hot. Da hat sie mir diese hier geschickt und da muss ich mal schauen, inwiefern ich da mit den Farben zurechtkomme. Der Blush sieht richtig klasse aus. Den finde ich schon direkt ansprechend. Bronzer hat einen Schimmer mit drin. Das finde ich, müssen wir mal gucken. Und Highlighter ist aber richtig schön. Der ist ein bisschen dunkel, aber auch wieder so ein Champagnerton. Finde ich wundervoll. Yay! Dann von LOV die Eyeshadow Palette Acid. Die ist einfach so dermaßen bunt. Ja, da, wow, oder? Die schreit, hallo, dieser Grünton ist fantastisch. Oh, den will ich auf dem Auge sehen. Dieses Blau, dieses richtig schöne Marineblau-Matt finde ich auch richtig interessant. Wobei der jetzt nicht so auf den Finger kommt, aber ich habe jetzt schon 20 Sachen am Finger gehabt eben. Dieses Lila finde ich interessant. Ich finde die alle interessant. Dieses Türkis, oh. Ich will am liebsten hier richtig alles Mögliche swatchen. Wow. Wow. Wie geil dieses, oh. Das ist so richtig geil. Scheiß die Wand an. Dieses Türkis. Wie ich das gerade feiere. Oh. Ja. Mega. Dann habe ich mir noch LOV The Glorious Highlighting and Bronzing Palette ausgesucht. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Rose Addiction. Ach, das Packaging ist schon so richtig klasse. Soft Illuminator, das kannst du eher so als Gesichtspuder nehmen. Dann hast du hier einen Highlighter und einen schönen Bronzer, der aber einen leichten Luminous ist. Genau, der hat einen Schimmer mit drin. Den Highlighter will ich mir aber mal angucken. Gucken wir mal hier. Der hat aber auch einen schönen, ne? Nicht so knallig, aber er ist auf jeden Fall da. Und die Verpackung ist doch mal mega schön, ne? Dann von Essence die G'day Sydney Palette. Die Paletten habe ich noch gar nicht hier gehabt, noch gar nicht getestet für mich. Also ich habe sie, glaube ich, mal verlost, aber selber hatte ich sie noch gar nicht. Da finde ich ja diesen Ton auch wieder so ein Grün so richtig schön. Auch dieses Blau und dieses etwas gräuliche Blau. Komm, wir gucken uns mal die unterste Reihe so ein bisschen an. Eieieiei.
krummelt ein bisschen hier rum. Aber das sind die hier, ne? Das sieht auch ziemlich, ziemlich heftig aus. Die sollen ja auch ultra krass gut pigmentiert sein. Und ja, die Swatches sprechen auf jeden Fall für sich, ne? Savas die Bangkok habe ich hier auch noch mir ausgesucht. Und die ist noch komplett neu. Da weiß ich noch gar nicht. Genau, da wusste ich nicht, ob ich die jetzt behalte, ob ich sie weitergebe, weil ich habe jetzt ja schon eine von denen. Muss ich noch drüber nachdenken, ne? Aber sowas wäre auch eine coole Geschichte für die Verlosung. Dann von e.l.f. habe ich hier ein Produkt auch noch mit drin, was ich mir ausgesucht hatte. Fiji. Das ist ein Bronzer und ein Blush, ganz simpel. Aber halt wirklich, ne, beides recht matt und schöne Töne, mag ich unheimlich gerne, muss auch getestet werden. Von NYX die Ultimate Shadow Palette und ja, die ist Ultimate, ne, das ist auch so ein Klassiker, sage ich mal. Und ja, das ist einfach bunt, das ist richtig klasse. Meine Herren, dieses Blau wieder so schön, dieses Rot, Rot muss man echt immer mit aufpassen, aber oh, es kann geil sein, dann dieses, oh, und ei, ein Gelb. Das ist schon heftig, ne? Das sieht so ein bisschen aus wie Fingerfarben, wenn ich das jetzt hier auf dem Finger habe. Aber, ja gut, Pigmentierung muss man halt auch auf dem Auge sehen, aber so finde ich es auch ganz schön, ne? Knalle bunt. Next one ist Fireball von Urban Decay Afterglow 8 Hour Powder Highlighter. Ne, musste sein. So schaut der aus. Den fand ich allein von der Verpackung her interessant. Könnte jetzt ein bisschen dunkel sein. Ja, ein bisschen orange vor allem. Ja, muss ich im Gesicht sehen, ne? Das muss ich auf jeden Fall testen. Ja, das war schon dann die erste Box. Box Nummer 2. Okay, ja, da haben wir jetzt einiges so an Pinseln mit drin. Da habe ich mit diesen hier von Ebelin ausgesucht. Das ist so ein schöner, fluffiger, aufgefächerter Pinsel. Den finde ich ganz cool. Damit kannst du super schön bronzen. Ne? Mega geil. Dann habe ich mir tatsächlich ein paar Lippenstift-Probe-Viecher ausgesucht. Ich weiß gar nicht, woher die kamen. Ich glaube, das waren auch irgendwelche von Urban Decay oder sowas. Das ist Born Arrow, Underage Red und Sanctuary. Genau, das sind die. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, von welcher Marke die kamen. Fand ich aber super interessant und möchte ich auch austesten, weil ich habe auch sowieso mal irgendwie vor, so ein Fullface-Proben-Only zu schminken. Da könnte man sowas dann ganz gut verwenden. Ja, dann noch so ein Klassiker, ne? Die Glam & Doll von Catrice. Geile Mascara, finde ich super klasse. Ein paar Pinsel habe ich mir hier ausgesucht. Das ist ja bunt gemischt. Alles, was ich nicht selber behalte, gebe ich auch weiter, spende ich und so weiter. Ne? Das ist bei mir dann halt ein durchlaufender Posten. Guck mal, jetzt habe ich auch einen aus dem Marvin-Sortiment, wobei ich den echt cool finde. Damit kannst du dir auch Pigmente und so sehr, sehr gut auftragen. Dann einen aus einer, weiß ich nicht, Reihe. Das ist, glaube ich, so ein Amazon-Pinsel-Set gewesen. Damit kannst du, das ist ein Point-Brush, da kannst du super dein Inner-Corner-Highlight setzen. Und solche Pinsel liebe ich ja per se. Das ist so ein ganz normaler Smudger. Das ist einer von BH Cosmetics, genau. Sowas mag ich auch richtig gerne. Ja, man kann nie genug Pinsel haben, Leute. Von Rival de Loup Young, Loose Shimmer Highlighter. Ich liebe lose Highlighter, der ist jetzt sehr, sehr pinky. Auf Fotos sieht es manchmal dann nicht so pink aus, aber ja, ist auch die Farbe Rose. Ne? Werde ich auch testen. Dann auch noch ein paar andere Mascaren. Hier Essence Lash Princess Mascara habe ich mir ausgesucht. Viele davon werden wirklich einfach weiter wandern. Dann nochmal eine Lash Princess, die False Effect. Und was habe ich mir noch ausgesucht? Clinique High Impact Mascara. Noch ein paar Pinsel. Mega! Oh, den finde ich ja richtig geil. Das ist von Essence einer. Den habe ich auch schon. Ja, ich mag abgeschreckte Pinsel. Angeschreckte Pinsel, Pinsel. Von NYX Gotcha Covered Concealer. Und das ist die Farbe Alabaster. Das ist meine Farbe. Muss ich mal gucken, wie der bei mir so funktioniert. Dann von Tarte ein Lipstick and Lip Gloss. Das ist so ein 2-in-1 Produkt. Fand ich auch super interessant. Das ist halt so ein richtiges Nude. Hast du hier erst den Lippenstift. Finde ich schön. Und dann kann man sich hier den Lipgloss drüber machen. So 2-in-1 Produkte. Ich trage ja oft Lippenstift und Lipgloss übereinander, ne?
machst du dir einfach den Lipgloss drüber und dann hast du hier ein richtig krasses Nude. Kann man auch so ein bisschen Ombre-Style-mäßig machen, wenn du die an den Seiten halt so ein bisschen mit so einem braunen Lippenkonturenstift oder so arbeitest. Also von daher richtig cool. BH Liquid Eyeliner, den habe ich tatsächlich gerade selber sogar drauf. Also finde ich total klasse. Ich hatte mal das ein oder andere Montagsprodukt, was mir entweder irre schnell ausgetrocknet ist oder schon ausgetrocknet bei mir ankam. Ich liebe Filz Eyeliner. Das ist ein Filz Eyeliner 1A. Dann von Too Faced Melted Matte Liquified Matte Longwear Lipstick. Genau, das ist dieser hier in der Farbe Suck It. Muss ich nicht viel zu sagen. Ne? Ich bin zwar überhaupt kein Fan von diesem ganzen Matte Liquid Lipstick, aber scheiß die Wand an. Ist das eine geile Farbe. Von Benefit High Beam. Das ist so ein kleines 4ml Pöttchen. So ein Liquid Highlighter. Da wollte ich mal gucken, wie ich den so finde. Okay. Da muss ich mal gucken. Den musst du wahrscheinlich auch noch ausblenden, ne? Bin ja eigentlich kein Fan von Liquid Highlightern. Die wollte ich auf jeden Fall mal testen. Rival de Loop Oriental Sunset Peel Off Brow Tint. Da bin ich super gespannt drauf. Und ja. Hast du eine Farbe? 01. Okay. Sieht halt schon recht aschig aus. Oh mein Gott, das ist so ein Pinselchen. Das muss getestet werden. Super interessant, Leute. Dann habe ich mir von Essence noch einen Lippenstift ausgesucht. This is Me in der Farbe Happy. Den habe ich auch tatsächlich schon da. Und weil ich ihn so großartig finde, kann ich ihn entsprechend auch warmen Herzens weitergeben. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und Leute, der ist noch komplett neu und unbenutzt. Das heißt, den werde ich jetzt auch nicht swatchen. Dann habe ich hier von Benefit High Brow Creamy Brow Highlighting Pencil. Fand ich auch sehr interessant. Wollte ich mal austesten, wie ich das so finde, ob das bei mir so funktioniert. Das ist einfach ein Augenbrauen-Highlighter-Stift, ne? Genau. Machst du viel? Es ist rosastichig. Ist jetzt hier unten drunter, ne? Ja. Box Nummer 3. Oh ja, die Stila Aqua Glow Foundation, 30ml. Ja, ich weiß, ich habe sehr viele Foundation, ne? Aber ich bin ja immer auf der Suche nach der perfekten Farbe. Das ist die Farbe Fair. Oder nach der perfekten Foundation vielmehr. Und das ist halt so eine richtige zum Pumpen und dann kannst du dir das so rauspumpen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das bei mir so hinhaut. Ob das meinem Hautton entspricht. Finde ich wirklich interessant. Oh, die ist sehr, sehr schön flüssig. Das mag ich. Riecht auch angenehm. Ja, das muss getestet werden. Die verschmilzt jetzt auch gerade sehr gut mit meiner Haut, als wäre quasi gar keine Farbabgabe da. Das muss getestet werden. Das kann ich jetzt so ad hoc noch nicht beantworten. Dann, ja, die Essence You Better Work Gym Proof Tinted Day Cream Anti-Shine Skin Perfecting und so weiter in der Farbe Light. Too Faced Born This Way. Die Foundation habe ich ja auch schon da, aber ich habe die, glaube ich, in einer anderen Farbe. Das hier ist jetzt die Farbe Light Beige. Genau, da wollte ich einfach mal schauen, wenn ich die in unterschiedlichen Farben habe, ne, wie das so funktioniert. Denn ich glaube, die ich gekauft habe, war relativ hell. Und dann kann man das so ein bisschen vielleicht mischen oder so. Da muss ich echt mal gucken, wie sich das so dann entwickelt mit mir und der Foundation. Oh ja, die ist ein bisschen dunkel, ne? Ja, aber die Too Faced Born This Way Foundation finde ich persönlich total super. Die ist jetzt, glaube ich, dann tatsächlich eher was für den Sommer bei mir. Ja, sehr, sehr geil. Ich freue mich. Diese Foundation nur in einer anderen Farbe trage ich heute. Das ist von Maybelline die Fit Me Luminous and Smooth in der Farbe 115 Normal to Dry, normale bis trockene Haut. Das ist die Farbe Ivory und ich trage heute die 118. Frag mich nicht, welche Farbe das ist, das weiß ich gerade nicht. Ja, ne, fand ich ganz interessant, wollte ich ihn auch mal testen, weil ich die von der Konsistenz und von der Hautgeschichte sehr, sehr schön finde. Und dann habe ich hier, ich glaube, das ist ein Uraltschätzchen, Maybelline New York Jade, weil wenn da Jade draufsteht, dann ist es, glaube ich, echt ein bisschen älter, oder? Everfresh Make-up, 8 Stunden halt, Ultra Komfort ohne Maskeneffekt. Mal gucken. Und hier haben wir die letzte Box. Ja, da haben wir ein bisschen Pflege drin, was ich mir ertrashed habe. Und zwar I Will Always Love Your Body Butter. Ich habe keine Ahnung, von welcher Firma. Körperbutter steht hier einfach nur drauf. Max Brands Marketing, aber ich fand das einfach so süß. Komm. Ne, manchmal darf man auch einfach süße Dinge toll finden. Have a Lovely Day steht hier drauf. Fand ich total süß. 200ml sind hier drin. Ich glaube, das riecht hier gerade echt krass raus. Sehr süß. Sehr, so ein Hauch von Kinderschminke hat das mit dabei, aber ich finde es ziemlich geil.
Dann haben wir hier Nivea Body Mousse Wild Raspberry and Wild Tea für trockene Haut. Da kann ich auch nicht so, ne, wilde Erdbeere, nee, wilde Himbeere, genau, und weißer Tee. Ich liebe den Duft von weißem Tee. Ja. Das riecht auch richtig geil. Das ist eine Special Edition gewesen, also, ne, die kriegst du so auch nicht mehr im Handel und ja, finde ich super interessant. Mega geil. So, und dann haben wir hier das letzte Produkt, was ich mir ausgesucht habe, und zwar von Valea, den milden Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Auch das feiere ich hardcore. Ja, ne? Ich finde, ich habe gut ertrashed. Ja, und wie das halt bei mir immer so ist, ein Teil von den Produkten wird bei mir bleiben, ein Teil wird weiter wandern. Und was das genau ist, was bei mir weiter... Nee, was bei mir bleibt, genau, muss ich mir noch raussuchen. Ansonsten, ja, war das tatsächlich das mega geile Trash-Paket mit der lieben Lea. Mir hat es richtig gut gefallen. Also ich feiere es einfach, wie hart diese Pigmentierung von diesen Paletten ist. Ich freue mich schon drauf, mir diese wundervollen Farben auf meine Augen zu geben. Ich freue mich drauf, mich mit den Produkten zu pflegen, hübsch zu machen, zu stylen. Mega geil. Vielen, vielen Dank, liebe Lea. Immer wieder gern, das weißt du. Und ja, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!